Saal tag. Nicht mehr viel vom Feind übrig. Mönche. Okay, ich glaube, ich mache mich dann langsam mal auf den Weg dahin. Aber, ich denke, ab durch die Mitte ist am besten. Deswegen, Teufler, Skelette und Jungfrauen und Goblins. Tür einschlagen. Wenn sich der Gegner dadurch dann leicht ausweiten kann, aber so ist es dann doch am besten. Gehen wir den direkten Weg rein. Es gibt ja, glaube ich, hat der Gegner überhaupt noch Vampire? Scheint nicht mehr so, nicht mehr der Fall zu sein. Ihr sollt nicht weglaufen. Der Vampir steht da gerade günstig. Also den einen Teufel werde ich verlieren. Hier macht den Weg mal breiter. So. Jetzt läuft das Ganze wie gespielt. Jetzt werden die Kanonen hier doch kaputt gemacht und dann... Ich glaube, den Teufler werde ich nicht mehr retten können, aber... Ist egal, es war ein Teufler. Jupp, der ist gestorben. Beide Mönche. Naja, hat sich erledigt. Ihr bleibt doch mal lieber hier unten. Einen gegnerischen Wachraum erobert. Erobert, der kann verkauft werden. Und die Fahne kann abgestellt werden. Können sich beide Imps von da aus da, von hier aus dann außenrum ausbreiten. Oh, alle Geschöpfe eine Stufe höher. Erfahrungen gemacht. Das ist nützlich. So, da ich dann, weil ich davon ausgehe, dass der Gegner noch großartig Vampire hat. Es kommen jedenfalls keine mehr in unsere Richtung. Würde ich jetzt dann bald demnächst mit dem Großangriff beginnen. Oh, er hat noch zwei Vampire, so wie es aussieht. Ihr habt erfolgreich ein gegnerisches Geschöpf in eurer Folterkammer bekehrt. Na, aber die Vampire, die sind kaum der Rede wert, würde ich mal sagen. Ihr habt erfolgreich ein gegnerisches Geschöpf in eurer Folterkammer bekehrt. Ein Teufler wurde unglücklich, weil er nichts zu essen hat. Das können wir ändern. Hier geh essen. So. Ich denke mal. Erfolgreich ein gegnerisches Geschöpf in eurer Folterkammer bekehrt. Der Gegner kann nichts mehr machen. Der hat vielleicht noch zwei, drei Vampirchen und das war's. Ich würde ihn ja fast schon mit den Mönchen angreifen und überrennen. Juhu, meine Imps haben gerade einen gegnerischen Imp verklopft.
Ja. Ich denk mal. Eure Geschöpfe bewundern ehrfürchtig euer Talent. Ich setz mal hier die Skelette ab und gebe schon mal mit den Skeletten rein. Nichts zu essen hat. So, auf 7 für Gruppe. Und dann die ganzen Skelette hier einsacken, die folgen mir dann hoffentlich so. Jawohl, jetzt können wir schon mal. In dem Fall macht das sogar Sinn, dass ich mal die Symbiose benutze. Hier mit den Skeletten schon mal durchrennen. Wenn ich auf die anderen Skelette warte. Ihr habt erfolgreich ein gegnerisches Geschöpf in eurer Folterkammer bekehrt. Dann bleiben nur noch beide übrig. Jackpot. Ach nee, schon wieder Jackpot. Geht jetzt gleich schon wieder das Getümmel los. Eine eiserne Jungfrau wurde unglücklich, weil sie nichts zu essen hat. Ihr habt erfolgreich ein gegnerisches Geschöpf in eurer Folterkammer bekehrt. Euer Casino ist zu klein. Und noch die andere Angstfalle. Erfolgreich ein gegnerisches Geschöpf in eurer Folterkammer bekehrt. Da sind die schon mal weg. Jetzt können wir hier rein die Waffenfallen ausschalten. Das ist die Speerfalle hier. Komische Geräusche macht und dann die. Oh, da kommt doch noch mal Vampire. Nicht wenige. Ihr habt erfolgreich ein gegnerisches Geschöpf in eurer Folterkammer bekehrt. Na gut. Gucken wir mal, dass wir die Fallen hier ausschalten. Und die hier noch. Stachelfalle. Ein Teufler ärgert sich, weil er nichts mehr zu essen hat. Ein Teufler wurde unglücklich, weil er kein Geld bekommen hat. So, die Skelette können schon mal hier auf das Herz draufhauen. Kann ich sie schon mal heilen dafür? Und dann mal gucken. Okay, da kommt noch eine kleine Gruppe Vampire hier auf uns zu. Dazwischen ist sogar ein Mönch. Und wir haben verärgerte Teufler. Das können wir ja nicht tolerieren. Eure Geschöpfe wurden glücklich gemacht. Deswegen machen wir sie mal glücklich und heilen sie. Wir haben 21 Mönche. Eure Geschöpfe wurden geheilt. Egal wie viele Vampire er mir noch entgegenwirft, verloren hat er. So. Weil meine Skelette stehen schon da und hauen auf sein Dungeon-Herz drauf. Was für ein Problem ich aber habe, mir geht das Geld aus. Merke ich gerade, ich habe kaum noch Geld. Eine Auslöserfalle wurde in eurer Werkstatt gebaut. Ein Geschöpf ist in eurem Kerker gestorben und als Skelett wieder auferstanden. Brauchen wir zwar nicht mehr jetzt, aber auch gut. Ihr habt einen gegnerischen Keeper besiegt. So. Das war's. Lassen wir noch Horny seine Nummer abziehen und den Portalstein holen. Und dann haben wir die Mission auch gewonnen. Gott sei Dank. Hebt er den Portalstein. Und was für neue Räume kriegen wir jetzt? Wenn wir noch neue kriegen? Magische Türen verteidigen sich von alleine. Hui. Magische Türen.
Dass ihr heilige Männer vom Licht zur Dunkelheit bekehren konntet, macht diesen Sieg umso erfreulicher. Endlich habt ihr auch das letzte Stück des Horny-Talismans gefunden. Horny wird euch nun bei jedem weiteren Auftrag helfen. Doch setzt ihn weise ein, denn er verbraucht ungeheure Mengen eures Mannas. Ja, also das Gute ist, wir können jetzt beliebig oft den Horny beschwören, weil wir jetzt endlich auch das letzte Stück haben. Das kostet uns jetzt halt Mana, mal gucken wie viel. Und zu der Zwischensequenz gerade eben sage ich mal nichts. Die war seltsam. Also gut, zurück zur Übersichtskarte. Namen will ich keinen eingeben. Und los. Es gibt Gerüchte über eine finstere Präsenz im Großherzogtum Fluxenberg. Offenbar steht Keeper Carrion kurz davor, den Tempel der Schwarzen Engel zu entdecken. Ihr müsst euch also beeilen. Schwarze Engel klingt interessant. Die Einheit hatte ich zwar noch nie, aber klingt böse. Ja, aber ich würde sagen, bevor wir jetzt mit Mission 14 weitermachen, wir haben ja zwei zur Auswahl, so wie es scheint, wieder mal, mache ich hier wieder einen Cut und dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahmesession. Bis dann.